Könnte es sein, dass die Mobilität der Zukunft, die viel gepriesene Elektromobilität mit all ihren Versprechen bezüglich der Rettung des Weltklimas, von ein paar wenigen nicht gerade freiheitlich-demokratisch regierten Ländern abhängt? Von Ländern wie zum Beispiel der Demokratischen Republik Kongo. Ja, du hast richtig gehört. Und nein, ich habe nicht den Verstand verloren. Also merk dir diesen Namen. Demokratische Republik Kongo. Ach, und übrigens, ist dir schon mal aufgefallen, dass gerade nicht besonders demokratische, also vom Volk regierte Staaten, sehr gerne Wörtchen wie demokratisch oder Volk in ihren Namen tragen? Aber das nur so am Rande. Zurück zu unseren schönen, schicken Elektroautos, mit denen wir den Planeten retten wollen. Ich bin überzeugt davon, dass viele jedes Mal, wenn sie von einem Tesla oder einem VW ein Dingsbums hören, an eine saubere Umwelt, grüne Bäume, rauschende Wälder, nachhaltige Verkehrsmittel, gesunde Luft und glückliche Tiere denken. Irgendwann hat uns das ganze Elektroauto-Marketing all diese Bilder in unsere Gehirne gepflanzt, sodass wir gar nicht anders können, als uns nun als wahre Superhelden zu fühlen, wenn wir elektrisch mit 250 über die Autobahn brettern. Wie Umweltman, der den Planeten vor der Zerstörung durch die schmutzigen Verbrennungsmotoren rettet. Aber was wäre, wenn dieses durch die Volkserziehungsmedien geformte Bild nicht der Realität entsprechen würde? Bevor wir fortfahren, möchte ich eine kleine Klarstellung vornehmen. In diesem Video wollen wir weder das Elektroauto schlecht machen, noch seine Technologie kritisieren oder ähnliches, sondern das Ganze aus der oft unterschätzten, ja, von den meisten geradezu ignorierten geopolitischen Perspektive betrachten. Ja, es mag berechtigte Zweifel daran geben, ob die Technologie ausgereift genug ist oder ob die Zukunft wirklich dem Elektroauto gehören wird, aber es ist unbestreitbar, dass viele seiner Vorteile faszinierend sind und es in bestimmten durchaus wichtigen Einsatzbereichen, zum Beispiel auf Kurzstrecken im Stadtverkehr, viele Pluspunkte bietet. All das ist wahr. Zur Wahrheit gehört vielleicht aber auch, dass Marketing und Politiker dafür gesorgt haben, dass wir jedes Mal, wenn das Elektroauto aufkommt, nur seine positiven Seiten hervorheben. Diese Art selektiver Wahrnehmung hat ein mythisches Weltbild um diese Technologie herum geschaffen. Die allgegenwärtige Verklärung hat eine erhebliche Aufklärungslücke geschaffen. Und genau aus diesem Grund glauben wir, dass wir diese dringend schließen müssen, indem wir mehr über die Auswirkungen dieses technologischen Wandels sprechen. Ökologische, soziale und vor allem geopolitische Auswirkungen. Und genau deshalb haben wir dieses Video vorbereitet. Sieh dir zum Beispiel diese Grafik an. Was du in dieser Grafik siehst, ist nichts Geringeres als die gewaltige Menge an Mineralien, die für die Herstellung eines Elektrofahrzeugs und eines konventionellen Fahrzeugs benötigt wird, wenn wir den Verbrauch von Stahl und Aluminium ausklammern. Wie du siehst, werden für die Herstellung eines Elektroautos viel mehr Rohstoffe benötigt, ungefähr 6-mal mehr. Und es ist nicht nur die Menge, es geht auch um deren Art, Vielfalt und Seltenheit und die Auswirkungen, welche ihre Gewinnung und Verarbeitung mit sich bringt. Während für die Herstellung eines konventionellen Autos nur geringe Mengen an Kupfer und Mangan benötigt werden, benötigen Elektroautos auch eine beträchtliche Menge an Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit und eine Auswahl an seltenen Erden. Das macht die Produktion nicht nur teurer, sondern erfordert auch viel komplexere Lieferketten. So müssen zum Beispiel nicht nur viel mehr Mineralien abgebaut, sondern auch mehr Mineralien von ihrem Förderort zu den Orten transportiert werden, an denen sie verarbeitet und schließlich verwendet werden. Und natürlich sind die Mittel zur Förderung und zum Transport nicht gerade sauber. Von Maschinen bis hin zu Schiffen. Wir reden hier von Aktivitäten, bei denen sehr viel Erdöl verbrannt wird. Und zwar nicht in emissionsarmen Euro 6 oder Euro 7 Dieselmotoren, sondern in den dreckigsten Schwerölmotoren, die ihr euch vorstellen könnt. Denn auf den Weltmeeren gibt's nun mal keine ASU-Plaketten. Von den ganzen Leckagen und Ölabfällen, die da in den Ozeanen landen, mal ganz zu schweigen. Und nimm dich in Acht, denn das ist erst der Anfang. Also, möchtest du auch mal die weniger attraktive Seite der E-Mobilität kennenlernen? Jene dunkle Seite, über die uns die Aktivisten und Politiker nichts sagen wollen?
Willst du genau wissen, wie der kolossale Wandel des Bergbaus aussieht, der im Gange ist? Eine Transformation der Rohstoffwirtschaft und Lieferketten, die ihresgleichen sucht, eventuell vergleichbar mit der Umstellung auf Kriegswirtschaft. Und was vielleicht noch wichtiger ist, willst du wissen, wer die Hauptakteure und Hauptprofiteure dieser ganzen Bergbaurevolution sind, die gerade stattfindet? Dann bleib dran, denn heute werden wir all diese Fragen beantworten. Aber zuerst müssen wir selbst noch etwas von diesem Thema und von deiner Aufmerksamkeit profitieren. In unserem letzten Video haben wir dir ja schon davon erzählt, wie wichtig das Thema Sicherheit im Internet noch werden wird, da das Risiko und die Zahl von Hacking-Angriffen explosionsartig ansteigt. Und die Wahrheit ist, jeder von uns wird einfach mehr für seine eigene Cybersicherheit tun müssen, um nicht ausgeliefert zu sein. Dazu werden viele verschiedene Dinge wie Verhaltensänderungen und mehr technische Bildung gehören, aber auch ein gewisses Standardmaß an Ausstattung. Und ein sehr wichtiger Baustein der persönlichen Sicherheit im Netz stellt dabei zweifellos ein VPN dar. Wenn du noch keines benutzt, solltest du dich ganz sicher damit auseinandersetzen. Denn ein wirklich sicheres VPN, das weder Datenverkehr noch Meta- oder Verbindungsdaten mitloggt, erhöht ganz einfach deinen persönlichen Grad an Anonymität und senkt damit das Risiko, durch Hacker bzw. automatisierte Angriffsmechanismen identifiziert zu werden. Und deswegen müssen wir dir unbedingt den VPN-Service unseres treuen Sponsors Surfshark VPN ans Herz legen. Surfshark bietet unzählige Sicherheitsfeatures, zum Beispiel CleanWeb, das alle Cookies, Pop-ups und auch fortgeschrittene Identifizierungs- und Nachverfolgungsmethoden, von denen man oft gar nichts ahnt, sicher blockt und die damit verbundenen Gefahren beseitigt. Natürlich könnt ihr mit dessen Hilfe auch auf Websites und Internetdienste zugreifen, die in dem Land, in dem ihr gerade seid, nicht verfügbar sind, ohne Zensur und Geoblocking. Ob daheim oder im Urlaub. Ihr könnt auch Netflix und andere Streamingdienste, die ihre Inhalte nur in den USA anbieten, von Europa aus nutzen. Aber nicht nur das. Mit nur einem Surfshark-Konto könnt ihr alle eure Geräte im VPN registrieren. Handys, Notebooks und sogar euren Smart TV. Es deckt wirklich alle Arten von Geräten ab. Ihr bekommt damit einen lückenlosen Schutz. So, und wenn ihr den Rabattcode politik.de angebt, bekommt ihr von Surfshark auch noch einen Rabatt von 83% und obendrein die ersten 3 Monate gratis dazu. Den Link zu diesem Angebot findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Also, nichts wie los, besorgt euch Surfshark und greift damit gleichzeitig auch uns finanziell unter die Arme. Das könnt ihr übrigens auch direkt mit Hilfe des PayPal-Spendenlinks, den ich euch ebenfalls in die Beschreibung gepackt habe. Wir sind euch für jede Unterstützung dankbar, denn damit helft ihr uns, euch in Zukunft noch mehr und noch bessere Videos zu liefern. So, und nun lasst uns schnell wieder zum Thema dieses Videos zurückkommen und zur Beantwortung unserer Frage: Wer sind die Hauptakteure und Hauptprofiteure der E-Mobilitäts-Bergbaurevolution? Der hässlichste Aspekt der Elektromobilität. Wie wir euch vorhin erklärt haben, braucht man verglichen mit der Herstellung eines herkömmlichen Autos für die Herstellung eines Elektrofahrzeugs nicht nur die 6-fache Menge an Mineralien, sondern auch ein um den Faktor 3 breiteres Spektrum dieser wertvollen, nicht erneuerbaren und oft nur schwer recycelbaren Materialien. Die Frage lautet also, welche Konsequenzen hat das alles? Fangen wir mal mit folgender Grafik an. Die Länder, die du in dieser Grafik siehst, sind jene Länder, die im Prinzip am meisten vom E-Mobilitätsbergbau profitieren werden. Dabei lohnt es sich, diejenigen hervorzuheben, welche über jene 4 Mineralien verfügen, die wir als wesentlich einstufen können: Kupfer, Graphit, Nickel und natürlich Lithium. Finden wir unter den großen Akteuren Länder wie Chile, China, Australien, Indonesien. Aber auch weniger bekannte Länder wie die Demokratische Republik Kongo. Ein Land, das heute praktisch ein Monopol auf dem Weltmarkt für Kobalt hat. Das sind diese Pumuckls oder Internet-Trolle oder so, ihr wisst schon. Das ist Musik! Koboldsmusik! Nee, Moment mal, ich hab da was verwechselt. Irgendwas kann da nicht stimmen. Ach, jetzt hab ich's. Kobalt. Ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Kobalt. Ein chemisches Element mit dem Elementsymbol CO und der Ordnungszahl 27. Mein Gott, das weiß doch jeder. Wir haben doch alle schon in der Schule gelernt, dass Kobalt ein ferromagnetisches Übergangsmetall ist. Das leichteste Element aus der 9. Gruppe des Periodensystems, welche deswegen eben auch Kobaltgruppe genannt wird und nicht Koboldgruppe. Mann, oh Mann, da hätte ich mich ja beinahe ganz schön blamiert. Und das, obwohl ich ja eigentlich aus der Chemie komme. Tja, noch so ein Schnitzer und ich könnte Kanzlerkandidat oder Außenminister werden. Natürlich nicht in einer Bananenrepublik wie der Demokratischen Republik Kongo. Da muss man, denke ich, schon mehr auf dem Kasten haben. Denn glaubt mir,
Dort Politiker zu sein, wird sich in den nächsten Jahren mächtig lohnen. Einen besseren Weg, schnell reich zu werden, findet ihr momentan nur sehr schwer. Denn nicht weniger als 70% des weltweit verwendeten Kobalts stammt aus genau diesem afrikanischen Land südlich der Sahara. Verstehst du jetzt, warum wir am Anfang des Videos gesagt haben, dass die Elektromobilität von der Demokratischen Republik Kongo und der dortigen korrupten Politikerkaste abhängt? Wir reden von einem Land mit einer wirklich schrecklichen Geschichte und einer Zukunft, welche noch mehr Geld in die Kassen jenes kleinen Grüppchens von Mächtigen spülen wird, die das 92-Millionen-Volk brutal unterdrückt. Tatsache ist eben, dass es alles andere als einfach ist, alle für Elektroautos benötigten Mineralien zu beschaffen, vor allem wenn es um Stückzahlen geht, welche den Mobilitätsbedarf kompletter Industrieländer decken sollen. Aber lasst uns diese Problematik doch nochmal genauer unter die Lupe nehmen, damit wir nicht nur irgendwas behaupten, sondern anhand von Zahlen beweisen können, von welchem Ausmaß hier die Rede ist. Unser Beispiel des Kobalts aus dem Kongo eignet sich dazu hervorragend. Dieses Mineral ist eine der größten, wenn nicht sogar die größte Einnahmequelle des Zentralafrikanischen Landes. In der Demokratischen Republik Kongo werden jedes Jahr mehr als 95.000 Tonnen Kobalt gefördert. Eine Menge, die bis 2020 stetig anstieg, bis der durch die Massenhygiene-Shutdowns zur Eindämmung des Coronavirus verursachte Stillstand der Weltwirtschaft dieses Wachstum bremste. Tatsache ist, dass in der DRK jährlich 95.000 Tonnen Kobalt aus dem Boden geholt werden. So, und jetzt haltet euch fest, ein Fünftel davon, also fast 20.000 Tonnen jährlich, werden per Hand aus rudimentären, also behelfsmäßigen Minen geholt, die jeder Beschreibung spotten. Dieses Kobalt wird dann hauptsächlich über das staatliche Unternehmen EGC weiterverkauft. Wie du dir vorstellen kannst, herrschen in diesen Minen, welche aufgrund der im Kongo allgegenwärtigen Kobaltbonanza wie Pilze aus dem Boden schießen, katastrophal erbärmliche Bedingungen in Bezug auf Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Löhne. Nun ja, diese sind derart tragisch, dass du sie dir eigentlich gar nicht vorstellen kannst, auch wenn du ganz fest die Augen schließt, während dich dein Tesla-Autopilot mit 150 Sachen über die Autobahn navigiert. Tatsächlich verdienen die Bergleute, die das Kobalt abbauen, welches für die Herstellung von Elektroautos unerlässlich ist, weniger als $3 am Tag. Und wir sprechen hier von Marathon-Arbeitstagen, die von frühmorgens bis spätabends dauern. Denn wo viel Geld zu machen ist und es kaum rechtliche Rahmenbedingungen gibt, die frühkapitalistische Zustände eindämmen würden, entstehen natürlich sehr schnell extrem ausbeuterische Geschäftsmodelle. Wir sprechen hier über perfekt ausgearbeitet und konzertierte Versklavungskonzepte, mit denen eine große Zahl von im Elend lebender Menschen angelockt und dann in Abhängigkeit gebracht werden kann, damit diese sich dann für die Rettung des Planeten und natürlich der Profite der gesamten Industrie zu Tode schuften. Schwerste Kinderarbeit ist dabei eher die Norm als die Ausnahme. Natürlich hat der gewaltige Anstieg der Nachfrage im Rahmen des forcierten Umstiegs auf das Elektroauto, der durch staatliche Vorschriften erzwungen wird, dazu geführt, dass diese Art von Minen, die sich in den meisten Fällen in der Nähe von Ballungszentren befinden und direkt an Wohnviertel angrenzen, in den Hintergrund treten und industrielle Großminen an Bedeutung gewinnen. Trotzdem existieren sie und die Zahl der von ihnen betroffenen Menschen nimmt stetig zu. Aber das ist nicht das einzige Problem. Auch unter Umweltgesichtspunkten, und das ist ja der Kern der ganzen Elektroautofrage, ist die Bilanz dieser Minen bzw. der gesamten Branche katastrophal. Zahlreichen aktuellen Berichten zufolge gibt es in Kobaltminen so gut keine Maßnahmen, um die Umweltauswirkungen des Abbaus zu mindern. Zum Beispiel werden die riesigen Tagebaue nicht saniert, wenn die Vorkommen darin mal ausgebeutet sind. Während des Abbaus gibt es keinerlei Abfallentsorgung und vielerorts wurde sogar ein erheblicher Anstieg der Radioaktivität festgestellt, der die Krebsraten der Bevölkerung explodieren lässt. Und das ist noch nicht alles. Außerdem wird das Mineral oft in natürliche Gewässer gespült, die dann kontaminiert sind. In vielen Fällen befinden sich diese Wasserquellen in direkter Nähe zu Wohngebieten, sodass das verseuchte und radioaktive Wasser in den Nahrungskreislauf gelangt und direkt oder indirekt für den menschlichen Verzehr genutzt wird. Vergessen wir nicht, dass wir über das Afrika südlich der Sahara sprechen und dass die Wasserwirtschaft dort ein bisschen kompliziert ist, um es milde auszudrücken.
Dann gibt es noch das Problem der unkontrollierten Staubemissionen. Emissionen, die in trockenen Jahreszeiten gewaltige Wolken mit Kobalt-Mikropartikeln erzeugen, die übers Land ziehen. Diese sind für Menschen hochgradig giftig und verursachen Atemwegserkrankungen und Krebs. Und vergiss nicht, dass wir hier nicht über Einzelfälle sprechen. Allein in den manuellen Minen der Demokratischen Republik Kongo arbeiten schätzungsweise zwischen 150.000 und 200.000 Menschen. Und das sind nur jene, welche wirklich physisch direkt in den Minen malochen. Denn mehr als eine weitere Million sind indirekt von dieser Wirtschaftsaktivität abhängig und kommen meist auch mit dem Kobalt in Kontakt. Natürlich ist das alles nicht die Schuld des Elektroautos an sich, aber der zunehmende staatliche regulatorische Druck zugunsten des Elektromotors hat alle Akteure dazu gebracht, lieber wegzuschauen und lieber die exorbitanten Profite mitzunehmen. Ja, ich habe sogar gehört, dass man der reichste Mensch der Welt werden kann, wenn man vor der hässlichen Seite dieser Bewegung einfach nur fest genug die Augen zudrückt und schön Kohle abstaubt. Aber natürlich ist nicht alles, was wir über diese Bergbaurevolution sagen können, schlecht, ganz und gar nicht. Wir können auch viele positive Dinge entdecken, zum Beispiel wirtschaftliche Auswirkungen. Viele der Länder, die diese wichtigen Mineralien fördern, werden riesige Geldbeträge einnehmen, mit denen sie versuchen können, der Armut ein für allemal zu entkommen. Das heißt, rein theoretisch, wenn keine korrupten Politiker und profitgeilen Konzernmanager beteiligt wären. Nun, das sind sie aber. Genauer gesagt sind sie nicht nur irgendwie beteiligt, sie sind die Hauptakteure, welche diese Trends maßgeblich pushen. Politiker wie der ehemalige Präsident von EGC, dem kongolesischen Staatsunternehmen, das einen großen Teil der Kobaltproduktion kontrolliert. Nun wurde der gute Mann 2021 entlassen, nachdem er etwas zu tief in die Kasse gegriffen hatte. Ganze 8,8 Milliarden Dollar aus dem Kobaltgeschäft soll er abgezweigt und auf eigene Konten gelenkt haben. Geld, das im Grunde genommen nun irgendwie verschwunden ist. 3. Dezember 2021. Kongo entlässt führenden Bergbaumanager in einer Wolke von Korruptionsvorwürfen. Der Vorsitzende der staatlichen Bergbaugesellschaft der Demokratischen Republik Kongo wurde am Freitag abgesetzt, nachdem lange Zeit behauptet wurde, dass Milliarden von Dollar an Einnahmen verschwunden sind. Also, wie ihr seht, gibt es zum Glück nicht nur schlechte Nachrichten. Die Investitionen in den Bergbau haben die Situation vieler Familien verbessert. Sie haben jetzt einen Job und eine stabile Einkommensquelle. Die Familie des ehemaligen EGC-Chefs zum Beispiel muss sicher nicht mehr am Hungertuch nagen. Tja, wie hieß es doch so schön im real existierenden Kommunismus? Wer nicht klaut, beklaut seine Familie. Und wie ihr seht, gilt dies im heutigen staatlich geförderten Öko-Raubtierkapitalismus noch immer. Aber an dieser Stelle fragen sich viele von euch vielleicht, lieber Marc, was meinst du mit staatlich gefördertem Öko-Raubtierkapitalismus? Die von dir vorgetragenen Missstände spielen sich doch in Entwicklungsländern ab. Willst du uns etwa erzählen, dass, wenn für die Herstellung eines Elektroautos so viele verschiedene Mineralien benötigt werden und diese Mineralien ausgerechnet in armen Ländern zu finden sind, diese ganze Entwicklung von entwickelteren Ländern aus und von deren Großkonzernen gesteuert wird? Von mächtigen Akteuren in reichen Ländern, welche diesen gesamten Prozess eigentlich kontrollieren? Ja, genau, das will ich damit sagen. In der Tat kontrolliert vor allem ein Land einen Großteil der Produktion und Verarbeitung von wichtigen Mineralien für die Energiewende. Hast du eine Idee, welches die sein könnte? Nein? Gut, dann schauen wir uns die ganze Chose mal an. Der Krieg um die Bergbaurevolution. Liebe Freunde von Visualpolitik, ich habe euch gerade eine Frage gestellt, auf die viele sicher schon eine klare Antwort haben, manche aber wahrscheinlich noch zögern. Welches Land kontrolliert heute den Abbau und die Verarbeitung der sogenannten Rohstoffe der Zukunft? Die Vereinigten Staaten? Die Niederlande? Vielleicht die Schweiz? Nun ja, auch in diesem Fall lautet die Antwort, und es tut mir unendlich leid, es war echt nicht unsere Absicht, aber wir haben keine andere Wahl als wieder einmal über China, ja, die sogenannte Volksrepublik China, zu sprechen. Mit 1,4 Milliarden Einwohnern, der zweitgrößten Armee der Welt, der größten Industrieproduktion und einer Regierung, die in letzter Zeit die Zügel immer fester anzieht, wie könnten wir da nicht über China sprechen? Wir müssen uns daran gewöhnen, denn ob es dir gefällt oder nicht, die Chinesen werden immer häufiger die Hauptakteure der internationalen Wirtschaft und Politik sein. Und dieser Fall
ist keine Ausnahme. Seht ihr zum Beispiel die folgende Grafik an. Wie du siehst, kontrolliert China die Verarbeitung fast aller wichtigen Mineralien für die Energiewende, von Elektroautos über Makrobatterien bis hin zu Solarzellen. Mit anderen Worten, man könnte fast sagen, dass China die Energiewende kontrolliert, obwohl es vor allem die westlichen Regierungen sind, die sie durchziehen wollen. Während die USA in saubere Energie investieren, gibt es ein großes Problem. China kontrolliert die Lieferkette. Und nun stellt sich die Frage, wie um alles in der Welt ist es eigentlich dazu gekommen? Wie um alles in der Welt kann China die Verarbeitung von Mineralien kontrollieren, die es selbst nicht produziert? Nun, die Antwort scheint einfach. Sie waren schneller oder haben es zumindest ernster genommen. Nehmen wir an, die chinesische Regierung hatte eine klare Vorstellung, dass es angesichts der Richtung, in welche die westlichen Regierungen die Wirtschaft drücken, sehr lohnenswert sein könnte, sowohl die Produktion als auch die Verarbeitung dieser Mineralien zu kontrollieren. Gesagt, getan. Chinesische Unternehmen stürzten sich darauf, Bergbauunternehmen zu kaufen, als gäbe es kein Morgen. Wie du siehst, geht es hier um so etwas wie den heiligen Gral der Weltwirtschaft in den Jahrzehnten, die jetzt auf uns zukommen. Die begehrtesten, gefragtesten und wichtigsten Ressourcen. Wirf noch einen Blick auf diese Grafik. Was du hier siehst, ist nicht mehr und nicht weniger als die erwartete Entwicklung der Nachfrage nach jeder einzelnen dieser Ressourcen. Und du siehst, dass die Nachfrage nach Lithium bis 2040 um das 42-fache, nach Graphit um das 25-fache, nach Kobalt um das 21-fache, nach Nickel um das 19-fache und nach seltenen Erden um das 7-fache steigen wird. Und man muss kein renommierter Politik- oder Finanzanalyst sein, um zu erkennen, was das bedeuten könnte. Durch eine einseitige Ausrichtung der Energie- und Verkehrspolitik auf Elektrofahrzeuge wird die strategische Abhängigkeit vieler westlicher Länder von China in nie dagewesene Höhen schnellen. In Sphären der Abhängigkeit, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Die Frage ist daher, bedeutet dies, dass China die Oberhand behalten wird? Oder wir ganz schnell die Wende von der Energiewende einleiten müssen, um nicht in 20 Jahren ganz nach Pekings Pfeife tanzen zu müssen? Nun, ja und nein. Oder zumindest nicht ganz. Nicht beides gleichzeitig. Lass mich das erklären. Einerseits kontrolliert China die meisten dieser Mineralien, sodass sein Einfluss enorm sein könnte. Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass die technologische Entwicklung, die Erforschung und die Suche nach praktikablen Alternativen dazu beitragen können, diese Abhängigkeit zu mildern, aber natürlich nicht zu beseitigen. Wir haben zum Beispiel den Fall der Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge, eine Technologie, über die wir hier auf Visualpolitik bereits gesprochen haben. Ich werde das entsprechende Video in der Beschreibung für euch verlinken. Wasserstoff-Brennstoffzellen-Autos sind im Gegensatz zum herkömmlichen Batterie-Elektroauto von all diesen Mineralien in viel geringerem Ausmaß abhängig. Bei ihrer Herstellung werden zum Beispiel kaum Kupfer, Kobalt, Nickel oder Lithium verwendet. Etwas schlechter schneiden sie nur bei seltenen Erden, Aluminium und vor allem Platin ab. Dieses Material ist derzeit sehr knapp, aber es gibt viel Spielraum für die Erkundung neuer Vorkommen. Die Frage ist daher, wo wird Platin produziert und befindet es sich auch in chinesischer Hand? Nun ja, 2/3 des weltweit produzierten Platins stammen aus Südafrika und ein gutes Stück dahinter kommt Russland. Und hier kommt die gute Nachricht für alle, die sich Sorgen um eine zu große Abhängigkeit von China machen. Kein einziges der 5 größten platinproduzierenden Unternehmen der Welt wird von den asiatischen Riesen kontrolliert. Nicht ein einziges. Hier ist es sogar umgekehrt. China ist von anderen abhängig. Und solange Xi Jinping dieses Video nicht zu sehen bekommt, sieht es nicht danach aus, als ob sich die Dinge ändern würden. Heute wird Platin von amerikanischen, britischen, südafrikanischen und russischen Unternehmen kontrolliert. Wie du also siehst, ist es alles andere als unbedeutend, in welche Richtung die Energie- und Verkehrswende gesteuert wird. Wie immer ist es extrem wichtig, genau zu differenzieren und alle Entscheidungen in ihren Konsequenzen zu Ende zu denken. Zu lange hat uns die Politik mit apokalyptischer Angstrhetorik auf der einen Seite und inkompetenten Heilsversprechen auf der anderen den Verstand vernebelt, ohne auf die Details zu achten. Dies gilt übrigens nicht nur für den Klimawandel und die Energiewende. Es ist zu einem Handlungsmuster geworden und die meisten Leute fallen darauf leider immer noch herein.
Denn wie so oft werden auch die allerbesten Vorsätze dieser unausgewogenen, einseitigen und monokausalen Energiewende zu keinem anderen Ziel führen als in die Hölle. Nun ist ein schnelles Umsteuern, eine rasche Kurskorrektur dringend geboten. Der jetzige Kurs, bei dem alle Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft einzig und allein auf die Elektroautotechnologie setzen, wird uns nirgendwo sonst hinführen als in die Hölle der geopolitischen und geoökonomischen Abhängigkeit von der pseudokommunistischen Partei Chinas. Weder Tesla noch Renault oder Volkswagen werden die Hauptakteure beim Übergang zum Elektroauto sein, denn vor ihnen steht Peking. Das ist das Ziel von Xi Jinping und wir steuern mit Vollgas bzw. mit Vollspannung darauf zu. Aber jetzt bist du an der Reihe. Glaubst du wirklich, dass es gefährlich sein könnte, dass China die wichtigsten Mineralien für die Energiewende kontrolliert? Denkst du, dass westliche Regierungen etwas dagegen unternehmen sollten? Wäre es eine gute Idee, auch Alternativen zu fördern, mit dem Wasserstoffauto anstatt des herkömmlichen Elektroautos weiterzumachen? Wie immer sind wir auf deine Meinung zu diesem Thema schon sehr gespannt. Ich hoffe also, dass dir dieses Video gefallen hat. Falls ja, gib uns bitte ein Like, empfehle es deinen Freunden, vergiss nicht das Abo mit Glöckchen, um keines unserer Videos mehr zu verpassen und unterstütze unsere Arbeit bitte auch mit einer kleinen Spende über den Link in der Beschreibung unter diesem Video. Mach's gut und bis bald.